Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Skyrim. Und wollen wir nochmal direkt fortfahren. Talent Stahlschmiedekunst. Da bist du für Knochenrüstung. Elfische erlaubt Chitin. Verstärkte Nord- und Waffen. Ebenerz erlaubt es Stahlirin. Ah, die neuen. So, wir waren. Ah, da hinten auf dem Weg nach Weißlauf. Ja, sind wir auch gleich da. Und dann gehen wir mal. Ah, es wird ja lang. Hat er nichts Gutes? Das ist euer Ende. Für ein Gold hat die uns angegriffen. Was für billige Söldner. Zaubertränke nehmen wir mit. So ist eigentlich nichts Gutes bei. Schade. Was soll's. Also da. Nehmen wir mal die Abkürzung. So, Abkürzung genommen und wir sind gleich in Weißlauf. Mit anderen Worten, gleich geschafft. Ach, ist es egal, dürfen wir da sammeln? Kommt schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, dann nehmen wir diese beiden. Da gehen wir sicher jetzt aber nicht in die Nähe. Doch, müssen wir. Jetzt holt mich in ihr Geräusch näher. Der Nirnwurz nervt mich mit dem Geräusch. Nun gut, weiter geht's. Rennen. So, da ist schon der erste Teil der Mauer. Aber wir sind hier noch nicht fertig, wir müssen noch weiter. Also gut. Irre ich mich oder sehen die Türme irgendwie befestigter aus? Ja, muss mal eine Einbildung sein. Die beiden Wachen wurden nicht ersetzt. Hey, Sekunde mal. Das heißt, wenn man alle Wachen unauffällig aus dem Weg schafft, respawnen die. Mit anderen Worten, dann kann man tun, was man will. Okay, außer zum Yao gehen. Aber erstmal die Wolfspelle zu schleifen. Wir haben ja noch ein bisschen Leder zu machen. Und ein bisschen davon auch. Dann können wir nämlich eine Lederrüstung machen, um sie zu verkaufen. Das wird unsere Schmiedekunst. Hatten wir nicht eben Erz? Nö. Haben wir schon umgeschmolzen. Okay, also dann. Okay, benutzen Schmiede. Da werden wir uns allerdings nichts Großes machen. So.
Damit haben wir kein Leder mehr. Trotzdem sind unsere Schmiedekünste gelevelt worden. Und ich habe hier einige ich sage nicht, wir reden dass mal ich durch diesen Pfad. Klingen, Helme, so hat sie wieder Geld? Alles, was ihr braucht. Ja, hat sie. Das heißt, wir können sie wieder ausnehmen. Also, natürlich legal aufnehmen. So, hier, Pelzarmschienen. Wollen wir mal 7 Stück verkaufen. So, 4 Pelzrüstungen. Haben wir noch irgendwelche Waffen, die wir verkaufen wollen? Ja, orkische Dolch vielleicht. Das orkische Schwert hatte ich das Gefühl, das behalten wir mal lieber, falls wir irgendwann auf einhändig umsteigen. Obwohl, einhändig machen wir ja die ganze Zeit mit der Magie. Ja, ich glaube, das behalten wir mal besser. Und sonstiges, Dietrich und Lederstreifen, nee, die will ich nicht verkaufen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ah ja, und der arbeitet für Belitor und bringt gerade Feuerholz. Nun denn, wir haben ja unser Haus inzwischen geordnet. Aktivieren Bücherregal. Du kannst auch 0 Bücher in dieses Regal stellen. Okay, ist voll. Da liegt ein Sack. Mit grünen Äpfeln. Ich würde mal sagen, okay. Dieser Schrank ist leer, dann scannen wir vielleicht noch. Dieser Schrank hier war für die einzigartigen Sachen bestimmt. Da haben wir jetzt hier wieder was. Nämlich die Diebesgilden-Sachen. Das gestohlene Amulett von Talos lassen wir auch mal so. Na, das können wir leider nicht erlernen, aber versuch, es ist trotzdem wert. Die Sachen hier können wir verkaufen. Waren hier nicht gerade eben Schuhe? Achso, waren wir runter. Das werden wir nicht verkaufen. Und das können wir eventuell auseinandernehmen. So viel zu den einzigartigen Sachen. Hier ist nichts mehr. Das weiße Fläschchen haben wir noch nicht. Davon ist aber bei weitem nichts einzigartig. Okay. Ihr kennt ja den Grund, warum wir das machen. Wenn wir es nicht machen. Ach ja, doch, das Aventino-Familien-Erbstück ist noch was Einzigartiges. So. Also, würden wir es nicht machen, würden wir irgendwann gewaltige Probleme kriegen. Obwohl, den wollen wir ja noch verkaufen. Die Seelensteine sind noch leer. Die Lederstreifen verkaufen wir nicht, die lagern wir. Die Makellosen kann man ja zum Schmieden verwenden, die lagern wir auch. Die kann man auch zum Schmieden verwenden. Merida Stern, oh, ist ja kein Problem. Okay, aber wir können ja auch noch ein bisschen hier was machen. Und zwar verbinden wir mal die blaue Bergblume mit dem Bärenklauen. Und das bringt Magiker-Regeneration senken, Gesundheit verstärken. Oh, okay. Das ist mal ein komplizierterer Trank. Feuersalze bringt's nichts, Bärenklauen und Fackelglühwürmchenbrust ist schon bekannt. Und Frostsalze bringt nichts, Fackelwürmchenbrust und Jaspertraum haben auch einen Effekt. Anfälligkeit für Magie. Koboldschemel und... Oh, Kriechranke müssen wir essen. Und Lavendel, nein. Menschliches Herz und Salz funktioniert nicht. Salz und eine okay, die Tollkirsche müssen wir essen. Und Trollfett, nix. Salz und Weizen, auch nix. Das heißt, mit Salz können wir hier nichts mehr machen. Skeberschwanz und Trollfett ist schon bekannt. Skeberschwanz und Zaubertrank ist noch unbekannt. Skeberschwanz und Weizen, Ausdauerregeneration senken. Alchemie verbessert. Und ganz, ganz knapp vom Stufenaufstieg.